Hallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play. Und zwar Shell Shock Live. Haben wir das Ganze jetzt mal auf Steam geholt. Und ja, wir werden uns das Ganze jetzt mal anschauen. Bin jetzt hier reingegangen, hab's noch nie gespielt. Tatsächlich noch nie gespielt. Habe ich aber schon einige Let's Plays gesehen von Jim Let's Play, Zombie, Paluten etc. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Und ihr fragt uns hier gerade, ob wir das Tutorial spielen wollen. Und ich würde auch sagen, wir schauen uns direkt mal das Tutorial an. Wird jetzt auch wieder abwechselnd mit den anderen Folgen kommen, also mit, sag's mir jetzt, Darkest Dungeon und Ben und Ed. Und wie gesagt, ich werde jetzt hier noch eine kleine Abstimmung oben rechts reinmachen. Da könnt ihr über neue Spiele abstimmen, die ihr noch haben wollt. Natürlich könnt ihr auch gerne andere in die Kommentare schreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich muss irgendwie dann ist möglich sein, darin entweder den Publisher zu kontaktieren. Oder eben der hat irgendwas auf der Seite, damit man da quasi gewinnen kann, sag ich schon. Jetzt bin ich voll raus. Damit man eben quasi, dass ich das Let's Playen darf. Anders möchte ich das eigentlich nicht machen. Und dementsprechend, ja, ist es kein Problem. Wenn das vorhanden ist, beziehungsweise wenn ich den kontaktieren kann und er mir dann sagt, ja, ist okay, du kannst Let's Play machen davon. Okay, aber jetzt nicht weiter gelabert. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen Shellshock Live. Ich habe keine Ahnung, wie ich schießen muss. Oh, der war gut. Perfekt getroffen. Perfekt. Perfektion ist das einfach. Oh. Oh. Zweiter Schuss trifft. Machen wir mal eine andere Waffe. Ein Rapid Fire rüber. Richtig gut getroffen. 5 Damage. Das haut auf alle Fälle rein. Shot bringt nicht viel, Breaker Splitter. Eigentlich Sinkhole das einzig Vernünftige hier. Voll getroffen. Er ist tot! Wir haben das Tutorial gewonnen! Wir sind unglaublich gut! Unglaublich gut! Ich glaube, das hat noch keiner von mir geschafft. Gegen einen Tank zu gewinnen, der nicht auf einen schießt. Das ist schon richtig krass. Dann bekommen wir Level of Flower. Wir haben die Flower doch noch gar nicht. So, jetzt sind wir hier. Wir können jetzt hier. Ich glaube, hier kann man den Tank. Achso, nee, okay, hier ist online quasi. Okay, wirklich aber jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal ein bisschen die Kampagne anschauen. Singleplayer, genau. Hier kann man quasi mit Multiplayer, hier kann man Kampagne spielen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier einfach mal die Kampagne an. Die ist relativ lang. Also wirklich lang. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns die einfach mal an. Noch hier mal Sitting Duck. Okay. Wir haben bloß das hier. Und wir schießen wieder viel zu weit. Schießt ihr dieses Mal auch auf uns? Nee. Immer noch nicht so wirklich Lust drauf. Okay, so ganz einschätzen kann ich es wohl noch nicht. Kann auch mit dem Pfeil draußen steuern. Die Stärke und die Schussweite. Mit Enter schreibt man. Und schießt nicht. Oh, so ein schöner Treffer. Haben wir 5 Schuss gebracht oder so. War richtig, richtig kompetent hier wieder. Jo, 10 Damage. Und was leveln wir? Achso, das ist unser Level und wenn als nächstes bekommen wir die Flower, wenn wir das geschafft haben. Ah, ich hab's verstanden. Double Duty. Jetzt müssen wir 2 umlegen. Haben wir irgendwelche Waffen? Natürlich immer noch nicht. Schauen wir mal so. Ah, fast, 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 fast. 2 kürzer. Könnte auch zu kurz sein. Was? Nochmal 2 Kürze. Ah, jetzt. Den ersten haben wir. Perfekt. Hm, ein bisschen höher auf alle Fälle. Aber es ist wahrscheinlich schon zu hoch. Ja.
bisschen weniger Power vielleicht. Ich bin gerade mit meinem Headset ans Mikrofon gekommen. Ich hoffe, das hört man nicht zu stark. Aber bisher sind die Missionen noch sehr einfach. Aber man muss, glaube ich, auch erst ein bisschen Singleplayer spielen, bevor man in den Multiplayer geht, weil mit Level 2, glaube ich, werde ich ziemlich zerstört im Multiplayer. So, und jetzt können wir den Tank upgraden und wir haben die Flower bekommen. Das ist eine neue Waffe, kenne ich auch schon. Hier, das sind die ganzen Waffen, die man kriegen kann. Also es gibt ein paar. Ist ein bisschen Inhalt drin in dem Spiel. Hauptsächlich grade den Shop weiter ab. Den Shop, nicht den Shop. Genau, und hier kann man jetzt, nee, hier kann man nicht. Hier kann man den Tank upgraden. Man kann hier entweder in Gun-Level gehen. Macht halt kritische Schaden zum Beispiel. In Track, also dass man quasi weiter fahren kann, über steile Berge fahren kann und so weiter. In Luck, dass man halt zum Beispiel irgendwelche Vorratskisten grabben kann oder besseren Loot darin findet. Haben wir jetzt bisher noch nicht gesehen, aber wird bestimmt noch kommen. Oder halt in Chassis. Genau, da bekommt man dann ein bisschen Armor. Genau, und ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt direkt mal hier in... Was ist das eigentlich? Okay. Das macht nochmal ein bisschen mehr Damage ab. Wo gehen wir denn hin? Lass mich mal überlegen. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Waffendamage. Man kann einmal pro Woche kann man alle Upgrades resetten und kann nochmal neu verteilen. Ist eigentlich recht interessant. Können wir auch unseren Look ändern? Ne, können wir nicht, weil wir noch nicht genug im Level aufgestiegen sind. Also kann man noch einiges machen, aber ich würde sagen, wir machen einfach direkt mal weiter hier. Gehen hier direkt wieder rein. Okay, jetzt müssen wir die destroyen, müssen wir die mit einem Schuss. Könnte sein, dass wir die mit einem Schuss destroyen müssen. So auf jeden Fall schon mal nicht. So vielleicht. Ganz knapp drüber. Ja, perfekt. Zweiter Schuss, perfekter Kill. Bin Naturtalent. Bin einfach ein Naturtalent. Hab's tatsächlich noch nie gespielt. Okay, es ist bisher aber auch nicht wirklich schwierig. Muss man auch dazu sagen. Oh, fast Level 3. Den Splitter gelevelt. Ich glaube hier, wenn wir die durchhaben, bekommen wir erst Feinde, die auch etwas machen. Machen wir mal so. Ja, was ist jetzt schon? Wow, das war ein schwieriges Level. Das war richtig schwierig. Ich wollte gerade sagen, bekommen wir auch was dafür. Okay, wieder ein Tank Upgrade und eine neue Waffe. Guppies. Guppies ist nicht wirklich cool. Und eine Map haben wir unlocked. Aber wir können unseren Tank wieder upgraden. Wohin gehen wir denn? Machen wir ein bisschen Rüstung. Luck. Ich glaube, wir gehen doch wieder auf Critical Hits. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Beste. Also finde ich jetzt, aber man kann ja wie gesagt immer neu skillen. Sollte treffen. Perfekt. Sollte auch treffen. Das ist jetzt nicht wirklich ein Problem hier. Ist wirklich sehr einfach. Das ist nicht so wirklich spannend, glaube ich. Also das wird erst noch. Wir können auch danach mal noch kurz einen Online-Game gehen, wobei ich glaube, das machen wir einfach in der nächsten Folge. Okay, sauber verfehlt. Machen wir mal so. Okay, wir dürfen nicht Vollgas geben. Wir müssen da nämlich wieder runterkommen und den Tank noch targeten. Ich schieße jetzt einfach mal. Okay. Wollte bloß gerade wissen, ob der das zufällig schon genau richtig einstellt. Ein bisschen mehr Power, glaube ich, brauchen wir. So ungefähr. Ah, ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knappe Sache. Bisschen höher. Dann sollte das funktionieren. Bekommen wir das auf jeden Fall?
Aber ihn bekommen wir nicht mehr, weil wir jetzt zu wenig Power haben. Mal zwei Power mehr. Oh, schön erwischt. Genau, ich mache jetzt hier einfach mal die Folge voll. In der nächsten Folge machen wir dann ein kleines Online-Multiplayer-Match. Aber... ja, ich denke mal, das werden hier so 15-20 Minuten folgen. One Bounce, Digga. Items haben wir keine. Gibt es ja auch noch Items. Teleporter teleportiert einen random irgendwo hin. EMP Blast kann man auf einen schießen, dann kann der sich nicht mehr bewegen für das nächste. In die nächste Runde. Supply Drop kommt quasi eine Waffe runter. Jetpack kann man so ein bisschen fliegen. Shield schützt einen. Ich weiß nicht für wie lange. Und Tracer, der zeigt einen quasi an für kurze Zeit, wo man hinschießt. Also ich kenne mich schon ein bisschen aus. Wir nehmen mal den Backroller. Schauen wir mal, ob der so trifft. Ja, der trifft. Perfekt. So, da müssen wir ein bisschen... so, der ist die Snake. Die wischt uns Gott sei Dank nicht. Perfekt. Ah, der ist die lang. So, und jetzt können wir hier schauen. Wir fahren jetzt einfach so weit zurück. Okay, weiter kann ich nicht zurück. Nehmen wir hier mal einen Digger. Ich gehe einen noch nach vorne. Ich hoffe, ich treffe jetzt genau. Nein! Verdammt. Okay. Okay, scheiße. Ich wollte ihn jetzt perfekt treffen, aber war wohl nichts. Dann hat er schon Schaden. Okay, dann machen wir das jetzt anders. So. Und ja, Granate ist schlecht. Horizon. Ah, ich treffe ihn genau. Hätte ich das gewusst. Okay, wenn er uns jetzt nicht trifft. Der trifft uns trotzdem mit den Gabis. Was waren jetzt die Gabis, die wir gerade freigeschaltet haben? Sind sie nicht so wirklich stark? Ich glaube, wir nehmen mal den Twinkler. Twinkler! 25 Damage. Das ist auch nicht die Welt. Was hat der jetzt geschossen? Was ist ein Roller? Fire! Nochmal den Twinkler! Ich kann quasi einfach so weit zurückfahren, wie er nach vorne gefahren ist, dann musst du ihn ziemlich genau wieder treffen. Also da ist irgendeine Steigung oder was drin. Das musst du natürlich damit berechnen. Aber wir haben unseren ersten richtigen Feind umgebracht. Er hat uns 5 Damage gemacht. Und wir können unseren Tank wieder upgraden. Und wir haben Erdbeben, glaube ich, bekommen. Das ist eigentlich relativ gut, das trifft immer. Alle Gegner. So, wir gehen nochmal in unseren Tank rein. Und graden den nochmal ab. Kann ich jetzt natürlich auf plus 2 gehen oder auf plus 1. Natürlich ist es am besten irgendwie, wenn man hier so reinkommt. Oder wir gehen mal auf ein bisschen was anderes. Ich glaube, vorne ist durchaus auch nicht schlecht, aber wir gehen jetzt doch nochmal hier lang. Ich gehe jetzt einfach die ganze Reihe erstmal durch und dann halt in verschiedene Richtungen. So. Okay, jetzt haben wir hier zwei Feinde. Jetzt haben wir ein schönes... Flower ist neu, darum leuchtet die hier. Aber ich weiß nicht, ob ich hier treffe, darum nehme ich erstmal wieder den Backroller. Jetzt war das so. Müssen wir auf alle Fälle mit dem Backroller treffen. Dann müssen wir deutlich schwächer werden. Das trifft uns schon mal nicht. Also es splittet sich noch ein paar Mal. Könnte es tatsächlich noch treffen? Nee. Das könnte uns schon eher treffen. Ja, trifft uns sogar zweimal. Okay, wir gehen hier ein bisschen vom Gas runter. Fahren ein bisschen hier rüber. Treffen wir? Treffen wir? Komm mal ein Area Strike. Oh, das könnte knapp werden. Aber wir haben noch 20 Damage gemacht. Oh, was war das denn? War das ein Deadweight? Oh, nee, das ist die Waffe, die er gerade geschossen hat, kenne ich tatsächlich nicht. Alter, was haben die denn für Waffen? Die sind Level 10. Das ist, glaube ich, ein Digger oder so. Sie haben echt krasse Waffen. Aber jetzt sieht man, ich müsste jetzt perfekt treffen, wenn ich einfach
so stehen geblieben wäre, was ich nicht bin, dann schießen wir hier einfach mal die Flower rein. Oh, er ist tot. So, jetzt gibt es nur noch dich und mich. Aber ich bin schon halb tot. Wie viel Leben hast du? Was ist dein Ernst? Der bringt sich einfach selbst um. Ist der doof oder so? Und noch irgendwas, was ein bisschen... was nehmen wir denn? Nehmen wir den Kaktus. Nein, er explodiert nicht. Das war eindeutig zu hoch. Ich hoffe, er tötet uns jetzt nicht. Oh, scheiße. Ich glaube, wir sind tot. Wir haben versagt. Nein. So, das erste Mal versagt. Ja, das ist noch so ein bisschen mit den Abschätzen, wie die fliegen und so. Das ist noch ein bisschen schwierig. Kapis will ich nicht. Ein Sniper. Wir könnten ihn komplett zerstören. Er macht keinen Area Striker oder so, aber ich glaube, wir nehmen tatsächlich wieder den Big Roller. Wir schießen wieder genau wie vorher. 20 Damage auf jeden Fall schon mal. Ist das ein Builder? Nee. Bulger, glaube ich, war das. Nein, das war ein Big Roller. Aber hat uns nicht wirklich viel Damage gemacht. Das war das Kranich, was er links geschossen hat. Ja, perfekt. Ach nein, was haben die denn für Waffen? Was soll ich denn hier machen? Zerstör mich einfach komplett. Mit deinem Schuss. Was soll das? Hat sich selbst Damage gemacht? Ja, ganz ehrlich, ich komme ja auch nicht weg. Ja, tut mir leid, aber so kann ich nicht gewinnen. Jetzt auch noch verfehlt, ganz knapp. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir drücken Instant Replay, weil das auf keinen Fall mehr was wird. Synchro, ich treff dich, ich treff dich, ich treff dich nicht. Verdammt. Vorne rein, komm. Und Snake, bitte triff nicht. Es sieht gut aus, wenn er nicht treffen wird. Also, die kommt jetzt echt noch zu mir? Nee, kommt sie nicht. Was hat der da? Area Strike oder so? Alter, was die für Waffen haben? Ah, ich treffe schon wieder nicht. Na, zumindest 4 Damage. Das ist echt krass, also die haben Waffen auf Level was weiß ich was. Tötet euch gegenseitig. Twinkler! Und er trifft nicht. Das ist schön. So, jetzt bist du tot. Ja, ich treffe ihn genau. Ich glaube, er hat mehr Leben, oder? Ne, er stirbt. Perfekt. Erster ist tot. So. Jetzt habe ich genau 3 Schüsse gemacht. Okay, er trifft uns nicht. Das ist auch schon wieder der Stream wahrscheinlich auf Stufe 580 gefühlt. Komm schon, jetzt Kaktus. Ja, perfekt. Perfekt über ihn. Zum Stehen gekommen. Das ist wieder ein Area Strike. Könnte das aber diesmal tatsächlich nicht erwischen. Haben wir noch einen Kaktus? Den haben wir natürlich nicht. Aber die Granate, die müsste auch treffen. Dann sollte er tot sein. Verdammt, die trifft. Ja, doch, sie hat noch getroffen. Sie hat noch getroffen. Ja, wir haben es geschafft. So, das war dann auch die erste Folge. Würde ich sagen. Danke fürs Zusehen dabei. Und wir machen aber direkt weiter hier.